So, da bin ich wieder zurück. Allerdings nicht mit irgendeiner Aufgabe, sondern mit einem Problem, was wahrscheinlich einige von euch haben werden jetzt, nämlich wo die Schnäppchenjagdwoche ist. Nämlich, ihr seht schon an meinem Goldstand, ich habe kein Gold. Nämlich, ich habe gestern gerade alles am Automaten ausgegeben, damit ich mehr XP bekomme, für euch ganz schnell noch Level 200 zu werden. Ich wollte euch jetzt nur gerade mal ein, zwei, drei Tipps geben, wie wir schnell an Goldbarren rankommen. Hier seht schon oben rechts bei mir unter der Map, ein Kill gemacht, gibt schon mal sieben Barren. Dann achtet auf diese Kassen. Aber ich denke mal, die meisten werden es eh wissen. Die geben halt auch nochmal 5 Barren. Dann gucken, ob wir Glück haben. In normalen Truhen ist öfters mal Gold drin. Ich guck mal gerade. Ja, die Aufträge gibt es nicht mehr, ne? Ne. Aufträge gibt es keine mehr. Deshalb, ihr müsst dann anfangen. Ihr müsst leider in der Stadt landen. Ich muss es euch leider sagen. Dann Couch gibt auch nochmal 7 Goldbarren. Ein Bett gibt, glaube ich, sogar 15 Goldbarren. Ich bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Wenn ihr es genau wisst, schreibt es einfach mal gerade bitte in die Kommentare. Grüße gehen raus an Schleuderaffe, der weiß das nämlich in der Regel. Aber ich muss jetzt echt anfangen, wie ein kleines Kind, einfach nur Goldbarren sammeln, weil ich halt gestern einfach alles auf den Kopf gehauen habe. Dann eben für euch schon mal eine Aufgabe hochgeladen habe. Und jetzt, ihr seht, ich habe keine Goldbarren. Bedeutet Farmen, Farmen, Farmen. Aber es müsste eigentlich relativ zügig gehen. Gucken, hier war noch ein Gegner. Ja, da unten ist er. Wie gesagt, Kills. Guckt auch, wo gebaut wurde. Vielleicht liegen da von dem Kampf noch Gold rum. Und so könnt ihr halt auch ganz easy euer Gold einsammeln. Wundert euch nicht. Ja, ich habe noch Bots als Gegner. Ist halt einfach, wenn man für euch die Aufgaben macht, nicht weit hochkommt, nicht viele Kills macht. Also meine Lobbys sind tiefenentspannt. Und wie gesagt, ihr müsst halt wirklich in den Städten landen. Guckt, wo viele Möbel sind, viele Kisten sind. Haltet die Augen offen nach dem Tresor, weil der gibt, und ihr seht, 9 Gold nochmal. Also ihr werdet das relativ zügig zusammenbekommen, wenn ihr halt wirklich jetzt erstmal in Städten landet und da halt alles looten, was möglich ist. Und wie gesagt, holt die Couch mit. Dann Billardtische haben, glaube ich, früher auch Gold gegeben. Dann natürlich die Kassen, die auch nicht vergessen. Und es ist eigentlich ziemlich simpel. Gucken wir gerade, ob wir hier noch was finden. Ah, Bett. Ah, Bett, Bett, Bett. Wie viel hat es gegeben? Ah, ich war zu schnell. Warte mal, finden wir hier noch ein Bett? Ne, im Badezimmer findet man kein Bett. Warte mal, geben die hier die liegen noch Gold? Ne, auch nicht. Man kann natürlich auch hingehen, was ich natürlich auch schon gesehen habe, einfach ein ganzes Haus abreißen. Wenn ihr ein Haus abreißt, gehen natürlich alle Möbel kaputt. Was bedeutet, das Gold fällt einfach so runter. Aber ihr hört es ja immer wieder, jetzt bin ich bei 180 Gold, ich weiß nicht, mit wie viel ich die Runde angefangen habe. Aber es dauert halt ein bisschen. Also ganz einfach wird das Ganze nicht. Aber wir müssen insgesamt hier nur 500 Gold ausgeben. Dann nochmal beim Charakter kaufen. Dadurch macht ihr ja beide Aufgaben auf einmal. Wenn ihr eine exotische Waffe kauft, habt ihr ja direkt einen Gegenstand beim Charakter gekauft. Also ihr macht quasi eine Aufgabe gleichzeitig. Kaufe Gegenstände beim Verkaufsautomaten, da einfach hingehen, Munition kaufen und so werdet auch ihr ganz einfach Gold finden. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen mit den ganz simplen Tipps. Einfach, wie gesagt, Couch kaputt machen, guckt nach den Billardtischen, die haben früher auf jeden Fall Gold gegeben, das weiß ich. Dann lootet so viele Kisten, wie ihr finden könnt. Und dann werdet auch ihr die Aufgaben noch ganz simpel zu Ende kriegen. Vielleicht nicht heute direkt, aber ich denke mal, morgen spätestens. Ihr werdet es einfach sehen, guckt mir gerne meinem Kanal zu. Wenn ich alle Aufgaben abgeschlossen habe, dann wisst ihr, dass ich es recht zügig hingekriegt habe. Ansonsten, wie gesagt, einfach Geduld haben. Und in dem Sinne bin ich raus. Erstmal mit dem Video weiter ein bisschen Gold sammeln. Ihr seht es hier, Kaufautomat. Geht ihr hin, Munition kaufen, kostet 18. Bei wie oft muss ich mir was kaufen? Verkauft dreimal, also 56. Ne, 54. 54 Gold ausgeben und schon habt ihr die Aufgabe auch geschafft. Und in dem Sinne bin ich jetzt erstmal raus. Euch viel Spaß beim Farmen und haut rein.